Hallo, mein Name ist Dieter Hess. Ich verfolge das Thema bedingungsloses Grundeinkommen seit circa 12 Jahren. Ich habe Volkswirtschaft studiert, habe mich schon immer für Politik und Wirtschaft interessiert und ich halte das bedingungslose Grundeinkommen für eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten das bedingungslose Grundeinkommen brauchen, um wieder freies Denken in unsere Köpfe geben zu können. Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der es manchen sehr gut geht, die müssen gar nicht mehr arbeiten gehen. Die gehen trotzdem gerne arbeiten. Und die verstehen zum Teil gar nicht, in welcher privilegierten Situation sie sind. Und auch ich denke, wir haben nicht ein Unterschichtenproblem, sondern ein Oberschichtenproblem. Ja, den Leuten, denen es bei uns gut geht, die haben den Blick verloren für unsere überbordende Sozialbürokratie, für die Leute, die bei Hartz IV ständig Anträge stellen müssen, wo dann ständig geprüft wird, ob die nicht doch irgendwie von Verwandten Geld zugesteckt bekommen haben und das Hartz IV dann am Ende noch zurückbezahlen müssen. Ich engagiere mich für das bedingungslose Grundeinkommen, weil es uns als Menschen frei macht für ehrenamtliches Engagement, gerade in der Politik und ja, dass es uns ermöglicht, einfach Zeit zu haben für sinnvolle Tätigkeiten. Danke.